Hi, mir ist die Tage beim Aufräumen was in die Hände gefallen. Mein alter Volleyball. Ich habe früher mal im Verein Volleyball gespielt, da war ich so 15, 16. Habe dann später im Studium auch wieder ein bisschen angefangen zu spielen. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist beim Volleyballspielen? Die Annahme. Den Ball anzunehmen. Der Spielzug ist ja so, Gegner macht eine Angabe, der Ball kommt übers Netz und dann musst du den Ball annehmen, um ihn dann weiter spielen zu können zu deinen Spielpartnern. Und die Annahme ist das Wichtigste. Wir haben auch damals im Training bis zum Erbrechen die Annahme geübt, weil die sitzen musste. Und ich konnte mich auch manchmal nicht so richtig drüber freuen, wenn wir einen Punkt gemacht haben, weil ich irgendwie die Annahme nicht richtig gemacht habe. Es ist irgendwie ein bisschen schief gegangen, ging ein bisschen nicht auf den Mitspieler genau drauf zu, war irgendwie ein bisschen schief, alles nicht in Ordnung, ein bisschen chaotisch irgendwie auch. War nicht so geil. Habe ich mich manchmal echt nicht drüber freuen können, obwohl wir Punkte gemacht haben, weil eben die Annahme nicht passt. Mein Trainer damals hat gesagt, die Annahme ist das Wichtigste. Das gilt fürs Volleyball, das gilt aber auch manchmal im Leben. Hast du dich selbst angenommen? Das heißt, findest du dich gut, so wie du bist? Sich selbst annehmen. Das bedeutet, dass du so eine gesunde Einstellung zum Leben haben kannst. Bedeutet, dass du nicht neidisch auf andere schauen musst und schaust, wie zufrieden die sind, sondern mit dir selbst zufrieden sein kannst. Du musst nicht um Anerkennung betteln oder um Aufmerksamkeit, weil du weißt ja, was du kannst, weil du mit dir selbst im Reinen bist. Vielleicht bist du manchmal zu hart zu dir. Du bist nie zufrieden mit dem, was du leistest und wärst gern anders. Du ärgerst dich über die Fehler, die du gemacht hast, über schlechte Zuspiele, die missglückten Schmetterbälle, deine Leistung in der Schule, im Job. Du achtest nicht so sehr auf das, was du gut gemacht hast, sondern eher auf das, was dir misslingt. Die Annahme ist das Wichtigste. Gilt im Sport so wie im Leben. Ich weiß nicht, wie du über dich denkst, aber ich kann dir sagen, wie Gott über dich denkt. Gott findet dich gut, so wie du bist. Mit dem, was du kannst und mit dem, was du nicht kannst. Er findet dich gut, egal was du machst. Er findet dich als Person genial. Er findet dich genau richtig. Wärst du anders, wärst du nicht du. Er hat dich schon längst angenommen. Dafür dankt zum Beispiel David Gott im Psalm 5, Vers 8. Ich aber darf zu dir kommen, denn ich bin in deiner Gnade groß. Und Gnade hast du mir gegeben und mich angenommen. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist, angenommen. Gott nimmt dich an. Nimm du dich an. Egal, ob deine Annahme im Sport perfekt ist, aber deine Selbstannahme ist das Wichtigste. Und auch wenn du mal einen Ball verhaust oder mal Dinge daneben gehen, weißt du, Gott nimmt mich trotzdem an und liebt mich.